Für uns für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum x-ten Mal in den letzten fast 5 Jahren erleben wir hier Anträge der AfD zur Europäischen Union, die man eigentlich umschreiben kann. Es ist gefordert der Dexit für Deutschland. Sie wollen raus aus der Europäischen Union. Das unterscheidet uns wirklich fundamental von allen anderen Fraktionen hier im Haus. Ja, Europa hat Verbesserungspotenzial. Ja, auch wir, Axel, seit 17 Jahren sind wir fast gemeinsam im Europaausschuss des Bundestags. Auch wir haben sehr viel Kritik am Zustand der Europäischen Union, aber haben nie in Frage gestellt, dass wir Deutschland als Mitglied der Europäischen Union sehen und wir Verbesserungen brauchen bei der Wirksamkeit, bei der Politik der Europäischen Union, aber haben nie die Europäische Union in Frage gestellt wie die AfD. Die AfD würde, wenn sie sich durchsetzt, was ja nicht der Fall ist, würde Millionen Arbeitsplätze in Deutschland gefährden, wenn das tatsächlich Programm wäre. Noch einmal, die AfD ist eine Schande für Deutschland, aber keine Alternative. Und ich sage auch, ja, man kann sich immer darüber Gedanken machen, wie sind die Personen ausgewählt worden. Aber entscheidend sind doch die Vorschläge, die gemacht worden sind. Und wir als Linke haben uns die konkreten Vorschläge angeschaut, die gemacht worden sind. Und ich muss schon sagen, einer unserer Kritikpunkte war doch in der Vergangenheit als Linke, dass wir gesagt haben, Europa ist zu wenig sozial. Die Wirtschaftsinteressen haben zu viel Vorrang. Bankeninteressen, Finanzinteressen haben zu viel Vorrang. Das soziale Europa kommt zu schwach. Wenn man sich jetzt mal die Vorschläge anschaut, die gemacht worden sind, da sind viele gute Dinge dabei. Vollständige Umsetzung der sozialen Säule, europäische Mindestlöhne, einheitliches Gesundheitssystem, Verbesserung des Gesundheitssystems, bessere Bildungschancen für die Jugend und so weiter und so weiter. Alles Vorschläge, die wir als Linke vollständig auch unterschreiben würden. Deshalb sagen wir, entscheidend ist nicht sozusagen, dass man das kritisiert, wenn er sich zusammengesetzt hat. Entscheidend ist für uns, was von diesen Vorschlägen jetzt umgesetzt wird. Und das muss doch jetzt passieren. Was wird von diesen Vorschlägen umgesetzt? Und da haben wir unsere großen Bedenken. Und Herr Radwan, wenn schon Herr Griesbaum nicht reden soll oder reden darf, obwohl er von uns bestimmt worden ist in dieser Konferenz heute Abend, dann hätten Sie die Chance gehabt, mal darüber zu reden, was will die Union mit unterstützen bei der Umsetzung. Und Sie machen hier nur eine Verlängerung der Regierungserklärung von heute Morgen. Das ist auch ein bisschen zu wenig. Und will auch noch mal sagen, Europa hat viel Porzellan zerschlagen. Und was nie mehr passieren darf, ist bei einer Europawahl, dass wir reingehen mit der Diskussion, die stärkste Partei stellt den EU-Kommissionspräsidenten oder Präsident, und dann kommt am Schluss was ganz anderes raus. Also wenn wir das Wahlrecht verändern mit Spitzenkandidaten, dann muss am Schluss auch klar sein, dass die stärkste Fraktion auch den Kommissionspräsidenten stellt. So etwas darf nie mehr passieren wie bei der letzten Bundestagswahl, und hat die Union und Kanzlerin Merkel auch ihren Anteil daran gehabt. Was wir auch brauchen, ist tatsächlich mehr Umsetzung dieser Vorschläge. Wir brauchen auch einen Ausbau der europäischen Bürgerinitiative. Und auch wir sind dafür, Axel, wir brauchen auch mehr europäische Volksentscheide. Die müssen umgesetzt werden. Das wäre eine Konsequenz dieser Konferenz. Dafür macht Die Linke gerne mit. Vielen Dank. Dr. Ann-Berushka Jurisch hat das Wort.